Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy und wir spielen weiter mit Star Wars Bounty Hunter. Beim letzten Mal sind wir hier an dieser Stelle noch kläglich gestorben beim Fahrstuhl. Da werden wir mal gucken, ob wir das diesmal ein bisschen besser gelöst kriegen. Ist das schon das Geschütz da? Ja, das ist das Geschütz. Diesmal habe ich mich schon besser positioniert. Diesmal stelle ich mich hier so in die Mitte und versuche, die Geschütze jeweils abzufangen, bevor sie überhaupt schießen können. Naja, beim letzten Mal war ich dann relativ tilted am Ende, weil das halt nicht so geklappt hat und ich hier noch gestorben bin und der Checkpoint relativ weit weg war. Untypisch eigentlich fürs Spiel. Normalerweise hatte ich die Checkpoints recht nah an mir dran immer. Aber gut, machen wir weiter. Wir wollen hier noch immer aus dem Gefängnis herauskommen mittlerweile. Denn unsere Person, die wir eigentlich gejagt haben, ist leider entkommen. Und nun müssen wir gucken, wo wir bleiben. So, wir haben diesmal auch die Langstreckenraketen hier am Start. Ah, die hat unser Gespräch abgefangen. Jetzt kommt der große Kampf. Nee, hä? Oh. Na gut, wir haben auf jeden Fall die Langstreckenraketen mittlerweile auch schon. Haben sie allerdings nicht allzu oft eingesetzt. Können wir aber nochmal machen jetzt hier, vielleicht. Feuer! Bumm, da fliegt sie. Oder fliegen sie. So, die schießen wir auch noch ab. Hier sind so viele Gegner schon wieder. Oh, wir können die auch lenken, man merkt es ja schon ein bisschen. Oh, das war ja gar nichts. So, noch einmal. Und jetzt ganz im letzten Moment runter und bam, jawohl. So, jetzt gehen wir runter mit unserem Blaster, würde ich sagen. Oh, na gut, wählen wir ihn aus. Wo ist er denn? Da. Da ist er. Und ab nach unten. Juhu. Guten Tag, liebe Freunde. Habt ihr mich vermisst? Kommt nur alle her, wir retten jetzt anscheinend. Oh, oh, oh. Den anderen Kopfgeldjäger. Ich hab schon wieder den Namen vergessen. Vergesst sie immer wieder. Naja, beim letzten Mal habe ich noch gewusst. Ihr wisst alle, wen ich meine. Mal gucken, wie es aussieht mit der Kooperation zwischen den beiden. Jetzt haben wir sie gestellt. Bendix Fast kommt mit mir. Nur über meine Leiche. Wenn du darauf bestehst. Wir sind doch Profis. Wie wär's mit einem Deal? Wäre doch schade, wenn wir uns gegenseitig umlegen würden. Ja, da hast du recht. Nimm mich einfach mit und wir teilen uns die Belohnung. Du könntest dir von dem Geld ja ein hübscheres Schiff kaufen. Ja, oder ein heiles Schiff. Da ist sie denn nicht, die Slave One. Ich hoffe, du hast ein Schiff. Ich bin mit einem Versorgungsschiff gekommen. Eigentlich wollte ich so auch wieder verschwinden. Ihr seid ja zwei tolle Kopfgeldjäger. Wir sind alle erledigt. Also, was jetzt? Die Slave One gehört wem anders, oder was? Der hat uns angegriffen. Das ist mein Schiff. Wo ist der Hangar? Im Kontrollturm. Ganz oben, aber der Knast ist abgeriegelt. Solange die Schilde aktiviert sind, kommen wir hier nie weg. Dann muss ich sie eben abschalten. Wie willst du die Schilde abschalten? Ich kenne jemanden, der das wissen müsste. Du bleibst bei ihm. Ich sehe nach, was ich von meinem Schiff retten kann. Hm, na gut. Das Ende habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wem gehört denn jetzt die Slave One? Gehört die jetzt schon Django oder noch nicht? Egal. Wir haben die Mission endlich abgeschlossen. 180 Gegner getötet. Oh mein Gott, ey. Wir gehen ganz leise rein in das Gefängnis und gehen ganz leise wieder raus. Ganz unauffällig, da wird keiner wissen, dass wir kommen. Zitat Django Fett. Naja, gut. Machen wir weiter. Gibt's getötet. Oder Insassen mit auch, ja, aber 100 Wachen locker. Hey, du hast es geschafft, ich wusste. Ich muss die Schilde deaktivieren, damit ich verschwinden kann. Hast du eine Idee? Du musst irgendwie die Kühlschlangen an den drei Relaisarmen des Turms überhitzen oder zerstören. Anschmiss der Kern. Das müsste reichen, glaube ich. Was ist mit dir? Mach dir um mich keine Sorgen, Fremder. Ich hatte seit Jahren nicht mehr so viel Spaß wie heute. Und weißt du was? Das verdanke ich dir. Da sind wir uns im Jenseits, Fremder. Ajo, was geht denn mit ihm ab? Also der Kerl, den wir hier so zufällig getroffen haben, wird hier jetzt zu unserem Best Buddy oder was ist los? Oh Mann, gleich ein harter Kampf vor uns hier. Komm, treff es, treff es, treff es, treff es. Ah, die Dinger machen Schaden, Jungs. Die Dinger machen richtig Damage. Die ballern so richtig mies. Okay, hat da einer Leben gedroppt? Nein, wir gucken mal, was ist denn da hinten in dem Eingang? Der ist zu, das bringt uns nichts. Gut, dann hauen wir eben die ganz normal los um hier. Boah, was? Der hat uns erwischt? Der hat uns einfach erwischt?
Ich fass es nicht. Wer hat uns denn da so gut Schaden gemacht, die beiden hier? Also, die machen einen Damage. Alter, ich bin schon wieder fast tot. Wer hat mir so viel Schaden gemacht? Gibt es hier irgendwie eine Art Upgrade-System oder sowas? Ich muss es mal gucken. Ja, jetzt ernsthaft. Spielvorfahren? Ne, es gibt gar nichts. Und die machen einen Damage. Die ballern einen nieder, Jungs. Eieieiei. Okay, haben wir noch eine Langstreckenrakete für die? Ja. Ich hoffe, er schießt jetzt nicht gegen die Decke. Nice. Besser konnte es nicht laufen. Alle vier auf einen Streich. Aber gut. Da ist noch was. Was ist das? Die Waffe haben wir noch nicht gehabt, glaube ich, oder? Ah doch, das ist das ganz normale MG. Das macht super viel Damage, aber ist halt sehr unmobil. Ha, ja, gut. Knopf drücken. Kommt da ein Fahrstuhl, oder? Soll ich mich jetzt hier auf Gegenwehr gefasst machen? Nee. Es ist ein Fahrstuhl, ja. Aufwärts. Da ist die Tür, deswegen drehen wir uns gleich mal um. Nicht, dass hier gleich die Gegnerhorden vor uns stehen, aber nein. Aber jetzt. Visier den anderen an. Ah, oh, das ist... Anvisierungssystem ist ja auch blöd teilweise. So, jetzt noch das Geschütz da oben. Nice, da rohren wir mit dem Ding durch. Das ist gut. Und weiter geht's. Sau viele Gegner. Beim letzten Mal waren es ja wirklich unfassbar viele Gegnerhorden. Das hat mich schon sehr gestört, tatsächlich. Oh, es ist die Waffe schon leer. Au, 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 au. Einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Okay, da ist ein Fahrstuhl. Da gehen wir hoch. Schneller, 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 schneller. Du wagst es, mich herauszufordern? Was ist das? Langstreckenraketen? Aber, oder besseres Jetpack, besseres Jetpack. Ist aber echt komisch, dass es dieses bessere Jetpack nur auf Zeit gibt. Finde ich echt sehr, sehr merkwürdig. Wo soll ich denn hin? Jetzt auf die andere Seite. Aber immerhin, es liegt hier immer wieder neu. Nehmen wir mal hier hin. Ich glaube, hier müssen wir auch. Na gut, das Leben lassen wir mal liegen. Hier müssen wir nicht hin, nee. Dann gehen wir doch mal darüber. Ah, da oben geht's hin. Seht ihr das? Da oben. Also doch erstmal nochmal nach hier drüben. Oh, das Jetpack hört gleich auf zu wirken. Leben haben wir noch. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Jetzt werden wir natürlich getroffen. Aua, 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 aua. Hier müssen wir auch nicht hin. Wo müssen wir denn hin? Liebe Leute. Wir sind am obersten Punkt. Ist hier wirklich kein Schalter? Nee, ich sehe keinen Schalter. Da ist ein Slave One-Zeichen drauf. Was soll das heißen? Kann ich hier irgendwie was scannen oder sowas? Slave One kommt und mir hilft? Es wirkt mir fast so, als müsste ich hier irgendwas aktivieren. Da sind andere Zeichen. Also hier ist Slave One. Was ist da? Irgendwas Kleineres. Hm, was haben wir denn so für Gadgets? Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwas. Nee. Der hat ja irgendwas gesagt von wegen Kühlarme kaputt machen, aber dass das da so ein Kühlarm ist, hätte ich jetzt eigentlich gesagt nicht gedacht. Wir schießen aber mal eine Rakete da drauf. Sah mir nicht aus, als hätte das effektiv irgendwie geholfen. Na, wir können hier runterspringen, aber gut. Au, ich wollte eigentlich noch das Jetpack benutzen, aber hat er nicht gemacht mehr. Das war jetzt unabsichtlich, dass ich da den Sturzschaden genommen habe. Hm, irgendwas ist hier nicht ganz korrekt. Oder ich mache irgendwas ganz falsch noch. Was steht hier denn drauf? Oder was ist das für ein Zeichen? Oder muss ich von ganz nach unten mich nach oben hocharbeiten irgendwie? Anscheinend. Wir versuchen das mal. Jetzt werden wir uns mal von Zeichen zu Zeichen hochkämpfen hier. Oder wir müssen nach unten? Das war nicht absichtlich. Nein, 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 nein. Ich werde sterben. Ich bin sowas von tot, ja. Was muss ich denn da machen, sag mal? Muss ich da wirklich die ganzen Zeichen beachten? Das ist immer so, das ist immer so hier. Es wird einem nichts per Funk gesagt. Es wird einem überhaupt nicht mitgeteilt, was du zu tun hast. Ich weiß jetzt auch nicht, ich habe nur diese Plattform gesehen. Aber jetzt diese Plattform wirklich irgendwas mit meinem Ziel zu tun haben,
Das ist auch eine reine Vermutung, reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd bin, teilweise, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Selbstschmeicheleien hier. So, wo ist denn hier die erste Plattform gewesen? Das ist nicht die erste Plattform, oder? Die war weiter unten, ja, da unten ist sie. So, wir springen hier nochmal runter. Und holen uns das da. So, hier scheint es auf jeden Fall schon mal ein bisschen was an Stress zu geben. Vielleicht muss man auch erstmal hier hin. Ja, hier geht es auf jeden Fall weiter. Okay. Das mit den Plattformen, also ich gehe mal davon aus, man muss nach oben. Weil das ist irgendwie so, ja, das wäre so typisch, ne? Das lassen wir mal liegen. Vielleicht brauchen wir das später noch. Ich habe so den Eindruck, man geht immer wieder in diesen Hauptraum zurück, da zu diesem grünen Dingsbums da, was wir eben hatten. Da waren so viele Räume, da hätte man überall lang gehen können, glaube ich. Ich glaube, das ist eine recht lange Mission hier. Es kommt mir zumindest so vor. Wir müssen jetzt jeweils hier irgendwie was zerstören. So habe ich den Eindruck. Dass wir uns jetzt hier durchkämpfen müssen. Da vorne, ja, das Ding da wahrscheinlich zerstören müssen. Und dann müssen wir wieder umdrehen und das nächste Ding kaputt machen. So habe ich den Eindruck hier. Oh, verdammt, da sind überall Geschütze unten dran. Man will hier auch immer so stürmen, weil der so agil ist, der Django. Aber der hält nichts aus. Das ist halt die Sache. Oh, was hat der für eine Waffe, Mann? Be careful. Bleibt doch mal alle stehen, wie die auch immer alle wegrennen von mir. Ist auch nicht normal. So, müssen wir da einfach reinschießen oder müssen wir das Ding da aufheben, was er uns da gedroppt hat? Den Rocket Launcher. Das werden wir sehen, wenn der jetzt auch nochmal sowas hat. Ne, er hat nicht sowas. Einfach so auf das rote Ding. Da drauf. Tja, meine Damen und Herren. Haben wir noch eine Waffe, die für sowas geeignet ist? Nee, was bringen die Dinger? Weiter einfach gehen, eventuell auch. Könnte man auch ausprobieren. Hier ist nochmal Raketen-Jet-Boost. Okay, wir gehen einfach... Wir gehen nicht weiter. Hm, meine Güte, das ist ja hier ein Rätsel. Oder muss ich da einfach runterspringen? Da kann man vielleicht was deaktivieren da unten. Dann ist so ein Typ, den kann man bestimmt bedrohen. Oder so. Vielleicht macht er das einem ja auch aus. Aber erstmal sollten wir versuchen, hier die blöden Geschütze kaputt zu machen, die automatischen. Da ist eine Leiter. Ah, guck mal, da muss man runter. Aber erst noch hier das Geschütz da. Man kann doch auch so einfach springen, oder? Ich denke mal. Ah, hier. Es ist jetzt einfach wirklich dieses Reaktorabschalttafel ist dahinter, oder was? Ja, natürlich. Warum auch nicht? Warum kann ich da nicht rein? Oder muss ich das zerschießen? Vielleicht ein bisschen Sicherheitsabstand? Oh, muss ich das jetzt viermal machen? Ernsthaft? Unnötige Zeit. Streckung. Meiner Meinung nach. Aber gut. Also wenn wir das wirklich jetzt mit ganz vielen machen müssen, wir werden gleich mal scannen, ob da einer so ein Kopfgeld von denen hat. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Gucken wir mal gleich. Ich kann es mir nicht vorstellen bei den Boys hier. Kein Kopfgeld. Und der andere Kollege. Da ist er. Kein Kopfgeld, aber klar. Ach ne, man muss nur dreimal machen, okay. Ich habe hier echt gerade irgendwie Angst, dass ich runterfliege. Also, ich habe so ein bisschen Angst vor der Steuerung. Waren das jetzt nicht alle dann? Sollten wir hier abhauen? Uff, meine Güte, ich habe schon wieder... Also manchmal geht irgendwie das Jetpack nicht an. Also eben zumindest. Reicht das schon? Ich glaube, das reicht schon. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt einfach schon reicht. Und wir gehen mal wieder Richtung Ausgang. War das hier? Ich kann es eigentlich nur hoffen, dass es hier war. Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus. Und ich schätze mal, das müssen wir jetzt mit diesen ganzen Plattformen machen, dass da jedes Mal so ein Reaktor hinterhängt. Jetzt haben wir hier den ersten schon mal deaktiviert. Und jetzt kommt hier nochmal der Sicherheitstrupp. Der Sicherheitsschläger-Knüppeltrupp. Wie sie mich alle wegknüppeln wollen, aber keine Chance gegen den guten alten Django. So, jetzt hätten wir hier noch die Energie, die ich da liegen hab lassen, aber naja, wir haben echt nicht viel verloren, ne? Oh, verdammt, da kommt eine Rakete auf uns zu. Ich wollte jetzt ganz schnell
Einfach nur ausweichen und halt dich bitte fest. Ach, er hält sich nicht fest. Er hält sich nicht fest. Oh, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich hier mit den Continues nicht mehr zurechtkomme. Warte mal, wie weit bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt schon durch mit dem Ding oder nicht? Das werden wir jetzt ja sehen, wenn da noch mehr Wachen sind. Ja, die sind das schon durch. Treff nicht. So, jetzt geh hier hin. Alter, das ist aber auch so übertrieben, wie viele Leute und Gegner hier sind. Ich muss auch vor diesem Raketenwerfer aufpassen. Weil der ist richtig krass, ne? Der ist richtig krass. Schießt der schon wieder? Nee. Man kann ja auch nicht über eine große Distanz... Oh, da war schon wieder der Raketenwerfer. Man kann auch nicht über eine große Distanz hier Leute anvisieren. Es geht immer nur über ganz, ganz kurze Distanzen. Schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht! Hat er noch geschossen? Nein, okay. Glück gehabt, okay. Raketenwerfer nehmen wir mit. Das kann man immer gut gebrauchen. Und direkt weiter. Hier, die sind auch sau zielgenau, muss man sagen. Also, ich kann nicht verstehen, wie man das Spiel als leicht bezeichnen kann. Das ist es auf jeden Fall nicht. Zumindest nicht so, wie ich hier spiele hier. Weil ich glaube, ich muss da unten hin, hä? Oder ganz viele stehen. Da muss ich hin, ja. Oh, bloß nicht runterfallen, Mann. Bloß nicht runterfallen. Also über die Distanz kann man halt leider die Leute nicht mit Autoanvisierung anvisieren. Das ist echt super nervig. Boah, ich krieg so viel Schaden. Ich bin gleich tot. Schlag mich nicht. Oh mein Gott, bitte lass hier Heilung liegen. Lass hier Heilung liegen. Bin gerade echt am Überlegen, ob ich nochmal ganz zurückgehe. Um mir die Heilung zu holen. Zumindest die, die hier rumliegt, so. Wo kommst du her, du Clown? Das da unten war die erste Plattform, ne? Dann gehen wir da hin. Schaffe ich den Sprung hier? Bitte, bitte sag mir, ich schaffe den Sprung hier. Ich muss erstmal warten. Warum lädt sich mein Jetpack nicht mehr auf? Muss ich die Dinger einsammeln für Jetpack-Antrieb? Das muss ich doch sonst nie. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein krasser Boost, den ich hier krieg. Muss ich das hier komplett einsammeln? Aber gut, dass ich diese Heilung liegen habe lassen, Mann. Richtig, richtig gute Idee von mir. Guckt euch das an, Mann. Wie wenig Leben ich nur noch hab. Das bringt gar nicht voll. Ich dachte, das wäre eine volle Heilung. Und mein Jetpack lädt sich nicht mehr auf, nee. Wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Ja, und so, ne? Ich versuche mal dahin zu kommen, aber ob das was wird? Was wäre denn jetzt, wenn die ganz leer wäre? Das ist merkwürdig. Merkwürdig. Jetzt muss ich mir erstmal wieder Jetpack-Antrieb holen. Das ist aber irgendwie gerade nicht richtig so, oder? Gibt's zwar wieder hier, aber gut. Oh Mann, ob wir das schaffen so direkt. Ja doch, das bringt super viel. Also, diese Jetpack-Verbesserung ist super, aber dass sich das Jetpack nicht mehr auflädt, das ist beschissen. Wie viel kann man denn davon eigentlich haben? 10, okay. Vielleicht sollten wir die mal benutzen ein bisschen. Obwohl, die sind nicht gut gegen normale Gegner, glaube ich. Genauso wie dieser Flammenwerfer, der ist halt auch... Schade, dass der Flammenwerfer nie gut ist irgendwie. Der Flammenwerfer ist wirklich nie gut in irgendeinem Spiel. Wo ich dann sagen würde, wow, krass, der Flammenwerfer, wow, freue ich mich richtig. Ah doch, bei Shadow of the Empire, da ist der Flammenwerfer echt stark, aber der ist super schnell leer. Aber er ist stark. Er ist verdammt stark, sogar. Habe ich auch schon Let's Played, für Leute, die das gerne mal schauen möchten. Ist allerdings ein noch älteres Spiel als das hier. Das sieht verhältnismäßig noch sehr viel schlechter, oh mein Gott, noch sehr viel schlechter aus. Ich muss den Typ mit dem Raketenwerfer finden, weil der wird mir echt gefährlich. Da hinten steht er. Und der scheiß auch auf Kollateral stehen, der schießt dir gleich wieder rein. Gut, solange ich diese Räume hier alle ganz gut clearen kann, was liegt denn da hinten noch? So, Jungs, geht baden. Da liegt nochmal richtig dick Heilung. Hier liegen nochmal ein paar Raketen. Wo kommen die denn alle wieder her, Mann? Wo kommt ihr alle her? Habt euch doch schon alle besiegt. Da ist noch ein Raketenwerfer, Johnny. Stirb, Raketenwerfer, Johnny. Gut. Da ist noch einer mit Raketenwerfern, oder? Was ist das? Da war so ein Roboter. Ja, da. Da muss man auch aufpassen. Die machen ja auch höllischen Schaden, die Dinger. Höllischen Schaden. Okay, da unten. Die Dinger kann man ganz gut von oben holen, diese Geschütze. Das ist super nice. Die
Kommt schon wieder ein neuer da hinten angelaufen. Seht ihr den? Weiß jetzt nicht, was der am Start hat. Ein ganz normaler Luschiger. Aber gut. So, dass man das hier immer aufschweißen muss, ist irgendwo Ziel. Zeitstreckung, ich weiß auch nicht genau, weshalb das so gemacht wurde. Stört mich aber eigentlich jetzt nicht so sehr. Ich habe hier eher viel mehr Angst, dass ich runterfalle. Davor habe ich verdammt große Angst, dass ich hier... Bitte, was machst du da? Das ist so ungerecht. Das ist so... Was war denn das gerade? Wo hat er sich denn da durchgeklippt? Nicht meine Schuld. Das sehe ich wirklich nicht als meine Schuld an. Das sind manchmal... Gibt einem das Spiel hier wirklich Tode. Die hat man nicht verdient. Die hat man nicht verdient. Schade, dass das immer so was Blödes hier sein muss auf einmal. Ich werde wohl leider dieses Level wohl nochmal spielen müssen, habe ich so den Eindruck. Aber gut, ich habe jetzt hier mal sogar ein Safe State gesetzt. Einfach aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, jetzt gleich hier nochmal so lächerlich zu sterben wie eben gerade. Ich weiß nicht, wo ich da durchgeklippt bin. Ich habe keine Ahnung. Allerdings gab es sonst nicht so viele Bugs mit der Steuerung hier. Das ist, also Steuerung und Kameraführung kann ich echt großartig bemängeln hier in dem Spiel. Sind nicht sonderlich gut. Sind absolut nicht gut. Kameraführung macht manchmal, was sie will. Und eben das auch. Ich hang da sogar noch, hab mich nach oben gezogen und er ist trotzdem runtergefallen. Ganz langsam und vorsichtig umdrehen und schießen. So. Ich glaube, hier lang müssen wir, oder? Ich glaube, hier kamen wir her. Die lassen wir gerade mal liegen. Ne, die nehmen wir mit. Oh. Na gut, wir sind sowieso in die falsche Richtung gegangen. So, Reaktorkern 2 ist offline. Ich glaube, wir müssen 4 machen, Alter. 4 Stück. Ich finde, das ist ein bisschen Zeitstreckung hier, was sie reingebaut haben. Das ist die erste Stelle, die mir auffällt, wo ich wirklich sagen muss, ja, das ist böse, böse Zeitstreckung. Copy and paste, copy and paste, copy and paste. Hauptsache richtig viele Gegnerhorden. Ich muss sagen, der Abschnitt hier gefällt mir nicht allzu gut vom Spiel. Macht dennoch Spaß, aber es ist halt echt... Weiß ich nicht. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt nicht im Spiel so, dass jetzt hier immer nur noch einem Gegnerhorden entgegengeschmissen werden und jetzt nicht wirklich das Leveldesign irgendwie geil ist, sondern einfach nur ja, Gegnerhorden, Gegnerhorden, Gegnerhorden und hier so Copy-Paste-Gänge. Ist jetzt halt nicht so geil, ne? Ich meine jetzt, was war jetzt der Unterschied zwischen diesem Ding hier und dem letzten, den ich deaktiviert habe? Im Grunde nichts. Im Grunde war es irgendwo das Gleiche, bloß halt vielleicht so ein paar mehr Gegner hier. Ach, schießt er jetzt direkt vor dir ab, Mann. Das Anvisierungssystem manchmal hier. So. Ich weiß auch nicht genau, was mir sowas hier bringen soll. Diese Ausnockpfeile oder sowas wie die Thermaldetonatoren. Keine Ahnung, warum die mir gerade hier gegeben werden. Aber gut, ich würde sagen, das war's auf jeden Fall mit diesem Part. Beim nächsten Part machen wir hoffentlich Reaktor 2 und 3, 3 und 4 auch kaputt. Hoffentlich hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.